Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Cusco. Was mir gerade so aufgefallen ist, als ich hier das Spiel geladen habe, wir haben bald einen westlichen Nachbarn, nämlich Frankreich. Das heißt für uns, wir können reformieren und theoretisch auch verwestlichen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich verwestlichen soll. Weil ich denke, hier ist es relativ... Also es ist ziemlich, wird wahrscheinlich ziemlich krass sein, ziemlich lange dauern. Und ich weiß nicht, ob wir so lange Ruhe haben werden vor unseren Freunden hier. Ich vermisse übrigens meine Deutschkorrektur und meine Map-Mode-Buttons. Das wäre echt toll, wenn die wieder mal abgedatet werden. Normalerweise müssten die eigentlich geupdatet sein. Ich schaue da mal nach, vielleicht funktionieren sie einfach gerade nicht. Ist ja auch egal. Ich habe so mitbekommen, dass angeblich die Kolonisation verbuggt sein soll. Dass die Europäer relativ langsam hier rüberkommen. Grundsätzlich... Wäre das nicht mal so unwahrscheinlich, weil ich habe das Gefühl, die sind wirklich relativ langsam im Vergleich. Die Portugiesen sind normalerweise viel schneller. Und normalerweise schnappt auch den Portugiesen niemand hier Süd-Südamerika quasi weg. Normalerweise sind die Portugiesen hier unten. Und die Spanier sieht man hier ab und zu mal an der Küste, wo wir jetzt sind. Aber sonst ist normalerweise hier unten Portugal. Also keine Ahnung, vielleicht ist da wirklich was verbuggt. Das ist ja ein Volk hier, das könnten wir theoretisch auch angreifen oder sowas alisieren. Okay, würden sie nicht mal. Warum will sich niemand mehr uns unterwerfen? Ist nicht so, als würden das eh schon alle tun, ne? Da wird sich auch keiner unterwerfen. Kastilien, komm, du wirst mein Vasall. Nee, bitte nicht. Das wäre ein bisschen krass. Ja, ich sehe, die Hauptstädte sehe ich, aber sonst... Ja, ist gut. Könnt ihr machen. Wir haben unsere wertvollen Provinzen auf jeden Fall relativ gut gesichert vor den Franzosen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir sie am besten hier einsperren. Ich meine, wie gesagt, die können zwar einfach an eine andere Küste schippern und von da aus weiter kolonialisieren. Aber ich denke mal, es ist gerade einfach besser, wenn wir selbst schauen. Die kolonialisieren ja blöderweise schneller als wir. Die haben hier ein Kolonialwachstum von 5 auf 8. Na gut, so viel schneller sind sie nicht mal. Aber die haben halt eine wesentlich höhere Chance an... zusätzlichen Siedlern, die vielleicht kriegen. Naja. Unsere Rekrutenreserve erholt sich langsam wieder so ein bisschen. Also Betonung liegt auf langsam, wie gesagt. Aber sonst geht's eigentlich. So, hier haben wir überall keinerlei Handelseinfluss. Das heißt, es bringt uns überhaupt nichts, hier was zu bauen. Es sind halt echt schwache Provinzen, ne? Aber gut, man kommt klar. Also es geht. Ich bin mal gespannt, welche negativen Effekte die Religionsreformierung hat. Das wird interessant. Und was es dann für eine Religion überhaupt gibt? Bleiben wir dann in die Religion oder werden wir dann irgendwas anderes? Aber gut, das werden wir sehen, ne? Ich habe bisher keine Ahnung. Ich habe hier oben noch Ansprüche. Gut, das bringt mir recht wenig. Ich müsste mal meine Freunde hier annektieren. Damit wir die Inka gründen können. Am besten mache ich das gleichzeitig, ne? Weil sonst habe ich wieder den... Malus drauf auf die Annektierung, also auf die Beziehungen, und dann kriege ich das wieder nicht hin. Ich meine, geht ja so, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, kann durchaus sein, dass wir jetzt pleite gehen an diplomatische Macht, wenn man das pleite gehen nennen kann. Jeden Monat 3 diplomatische Macht und du brauchst 2, also brauchen wir insgesamt 5. Wir kriegen monatlich 6. Das heißt, wir sind 1 im Plus, das sollte also funktionieren. Theoretisch. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Wir werden jetzt sogar mal ideentechnisch weiter forschen, weil die recht mächtig sind. Die Quantitätsideen. Das ist auch sehr praktisch. Mannstärke, Erholungsgeschwindigkeit ist für uns ziemlich praktisch, weil wir halt auch keine haben. Mannstärke zumindest nicht. Oh, wir können fast 10 neue Truppen bauen. Ja, okay, ich würde die nur gerne mal versammelt irgendwo haben, die Truppen, aber das geht ja. Ist gut, Spiel. Immer mit der Ruhe. Das geht ja hier leider nicht, weil die Provinzen so kacke sind. Am Versorgungslimit. Ich ziehe die mal kurz zusammen. Ich will nur wissen, wie viele Truppen wir haben. Wie viele Regimenter von allen. Ach ja, meine Kolonialtruppen da unten. Aber gut, die ignoriere ich jetzt mal. 31,8. Wir brauchen Kanonen. Okay, mehr kann ich mir eh nicht leisten. Wegen Mannstärke. Okay. Ja gut, wir bauen jetzt einfach Kanonen. Brauchen wir ja eh. Insofern trifft sich das, glaube ich, ganz gut.
So, haben wir irgendeine Mission, die sinnvoll ist gerade? Ah, irgendwas wird kolonialisiert. Super. Irgendwas ist doch gerade fertig geworden, oder? Wir haben noch dich als Kolonie und dich. Du bist fertig geworden. Okay. Dann hier oben rauf, weil zwei Grundsteuer. Und da ist noch keiner unterwegs von den Franzosen. Heißt, wir können da noch hin. Das könnten wir uns auch noch schnappen. Hier runter sind noch ein paar Provinzen, die können sich aber die holen. Da brauchen die Franzosen erstmal ein bisschen, bis sie da unten sind. Und ich will ja eh hier hoch, damit ich die Franzosen vielleicht abschneiden kann. Wäre jetzt vielleicht intelligenter gewesen, die Provinz zu nehmen, ne? Aber gut. Ja, ich will ein zusammenhängendes Reich haben, nicht, dass die mich hier reinkolonialisieren. Ah, perfekt. Mein Herrscher ist da. Steuern, immer gut. Her mit den Steuern. Give me Steuern. Ah, meine Kanonen. Super. Meiner Mann. Nee, 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 nee. Du bleibst hier. So wollen wir das nicht. So, ihr kommt hier hin, ihr kommt hier hin. Dann haben wir das ein bisschen aufgeteilt mal wieder. Es wird immer noch nicht reichen. Ja, wobei, das kann sie noch tragen hier. Das kann die Provinz noch übernehmen. Dann wird schon ein bisschen eng. So, Annektierungen sind bald fertig. Dann dürften wir auch ein relativ hohes Armeelimit haben sogar. Ich meine, wir sind ja groß vom Land her. Das einzige Problem wird also sein, wir sind den Europäern technisch halt unterlegen. Wobei ich nicht mal glaube, dass das ein großes Problem wird. Also die Europäer an sich oder die Kolonialnationen sind ja nicht das Problem. So grundsätzlich. Die sind uns ja nicht so weit voraus. Oder vielleicht doch, Moment. Okay, die sind uns technisch wesentlich weiter voraus. Okay, ich sag gar nichts mehr. Aber die haben normalerweise nicht so viele Truppen. Also gegen die könnte man schon bestehen wahrscheinlich, aber gegen die Europäer, wenn die persönlich kommen, wird's echt eng. So, irgendwas ist wieder fertig geworden, oder? Du. Okay, dann geht's weiter nach unten. Küste entlang. Der ist jetzt einfach mal Küstenkolonisationsfuzzi und die anderen beiden versuchen jetzt die Franzosen hier einzukesseln. Mal schauen, ob's funktioniert. Das können wir ja angreifen hier. Theoretisch. Bevor die Franzosen es tun, sollten wir wahrscheinlich es wirklich machen. So, jetzt hätte ich gerne weitere Mörser. So, erstmal wieder 4000. Dann haben wir erstmal 8000. Dann soll. Genau, dann sind wir auch mal Mehle mit. Dann passt es eh. Gut, unsere Bilanz geht gerade wieder ein bisschen runter, aber das ist immer noch gut. Wir sind immer noch gut dabei, auf jeden Fall. Und wenn unsere Kolonie dann fertig ist hier, die da, können wir normalerweise verwestlichen. Sind die Kolonialnationen eigentlich westlich? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, leider. Oh Gott. Es ist ganz toll. Also, wir haben rosige Aussichten hier zu überleben. Will ich meinen Thronfolger behalten? Ja, den will ich sehr gut, sehr wohl behalten. Damn it. Ach, fuck. Ja, gut, kann man halt nicht immer beeinflussen. Muss man auch Glück haben dabei. Dass das funktioniert, dass die Thronfolger nicht sterben. Naja, gut, dann halt nicht. So, Chimu ist integriert. Super. Wir werden größer. Aber die 8000 werde ich wahrscheinlich auflösen müssen, ja. Muss ich auch. Bis wir hier mal. Ich meine, ich kann es ja nachträglich wieder zu rekrutieren. Ich kriege halt leider. Kann ich? Das kann ich schon machen. Oh, ich hätte gedacht. Ach, eine der beiden Provinzen muss ich haben. Ah, aber ich warte trotzdem noch, bis die annektiert sind. Und dann gründen wir das Inka-Reich. Ist doch auch mal sch nicht schlecht, oder? Können wir uns mal mit den Franzosen gut stellen? Habe ich, glaube ich, schon, oder? Bündnis ist wahrscheinlich nicht möglich. Nein. Glaube ich, wird auch nicht passieren, aber man kann es ja mal anstreben vielleicht. So, jetzt annektieren wir dann noch die Quito und dann ist hier unten eh mal Sense. Dann geht es erstmal ins Kolonisieren. Kolonialisieren, Entschuldigung. Und dann schauen wir mal. Wir müssten hier oben auch noch hoch. Warum die noch leben, interessiert mich auch, weil die müssten eigentlich von den Spaniern weggehauen werden. Aber gut, die leben auch noch. Insofern haben sich die scheinbar mit den Portugiesen arrangiert. Wobei ich gerade keine portugiesischen Kolonien sehe. Das ist alles portugiesisch-Brasilien. Also die Portugiesen scheinen irgendwo anders zu kolonialisieren. Ich vermute hier oben auf Kuba oder sowas. Was allerdings. Also kann sein, ich weiß es nicht genau. Wird sich dann zeigen, schätze ich mal.
So, das dauert scheinbar noch ein bisschen hier. Oh, na toll. Keiner will arbeiten. Ja, wer will schon arbeiten, ne? Globale Tarife, was bringt denn das? Okay, ich habe keine Ahnung. Können wir uns eh nicht leisten, insofern. Ist das hinfällig? So, drei Kolonien, das läuft doch alles relativ gut. Das wird eh bald fertig hier. Dann kriegen wir auch die Mission mal wieder an. Dann kriegen wir auch mal eine andere Mission mal wieder. Und dann können wir normalerweise auch reformieren. Warum genau kolonialisieren die Franzosen hier eigentlich nicht weiter? Ich meine, die könnten, ja. Oder sind die hier oben? Nee, das ist auch schon fertig. Hm. Frage ich mich gerade schon, warum die nicht weitermachen. Hier schippern sie mit 30 Schiffen rum, aber sonst ist hier erstmal wenig los, ne? Okay, super. Neue Mission, was haben wir? Besänftigt Frankreich. Was wollen die? Wenigstens 100. Ist nicht möglich, tut mir leid. Befestigt. Okay, das Ding. Können wir machen. Hätte sie zuerst koren sollen, ne? Aber gut. Ach ja, ich muss ja eh noch die anderen Kolonien koren. Ich vergesse das immer. Dass ich die Kolonien ja koren muss. Hier können wir mal Autonomie weg. Hier können wir mal Autonomie weg. Das ist tolles Deutsch. Oh Mann, hey. Ja, Armeelimit steigt natürlich wieder. Ich glaube, das steigt. Das hat sich gerade festgesetzt, ne? Kann das sein? Scheiße. Das ist ungünstig jetzt, dass sich das festgesetzt hat. Das ist super ungünstig jetzt. Und die werden jetzt hier nicht mehr getragen. Ich brauche einen. Ach, da unten können wir hin. Die sind echt gut vom Versorgungslimit, ne? Kann man so sagen, glaube ich. Ah, das wird jetzt dauern. Kriegen wir hier vielleicht. Was kriegen wir denn hier? Erlangt neue Traditionen und Ambitionen. Wenn ich jetzt wüsste, dass ich hier irgendwo eine Tradition mit diplomatischem Geschick kriege, dann würde ich das jetzt tun. Dann könnten wir nämlich weiter annektieren. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Autorität brauchen wir gerade nicht. Reformieren können wir, wenn die Kohle. Hä? Ach, wahrscheinlich, weil es kein Chor ist, ne? Ich muss die erst koren. Dann brech das mal ab, bitte. Chor das Ding erst und dann bauen wir die Verbesserung. Weil sonst. Ich meine, wenn sich hier. Wobei, wenn sich hier die Kolonialnation gründet, ist es ja auch egal, weil die ist ja auch westlich. Insofern sollte das funktionieren. Santiago hier oben ist bald fertig. Also, bald ist Ansichtssache, aber schnell immerhin. So. Was haben wir denn jetzt hier für eine Aufstellung? 1545, 1644. Dann machen wir hier draus 16. So. So, die sind gekort, wunderbar. Ach Gott, jetzt hat sich das festgesetzt. Das ist so nervig manchmal. Jetzt, wenn ich es abbreche, habe ich wieder diplomatische Punkte verschenkt, ne? Aber ich werde es wahrscheinlich abbrechen müssen, wenn ich jetzt nicht gerade einen passenden Berater kriege, aber es sieht gerade nicht so aus, als würde da einer aufploppen, der diplomatisches Geschick hat. Na gut, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Dann müssen wir es erstmal so im Standby lassen. Ich brauche die Diplomaten ja gerade eh nicht. Ich meine, mit wem sollen wir denn groß verhandeln? Mit den Kastilianern höchstens mal ein bisschen, aber die bringen uns auch nicht weiter, im Endeffekt. Neu-Granada, aber da habe ich mich eh schon gut gestellt. Die Britannia kann uns herzlich egal sein, weil die, glaube ich, unser geringstes Problem ist. Aber gut. Bist du gerade schon gekort worden? Ja, ich glaube, du warst gerade schon fertig, ne? Dann kann ich doch jetzt. Aha. Oh Gott, durch die Erforschung von Frankreich erlangen wir 11 Technologiestufen. Okay, wir erforschen Frankreich. Okay. Mal schauen, was passiert. Recht wenig. Wir können verwestlichen. Für höchstwahrscheinlich 5000 Punkte, oder? Sehe ich gar nicht. Hä? Muss ich da keine Punkte mehr? Oder wird das nicht angezeigt? Wird es nicht? Okay, komisch. Gut, schauen wir mal jetzt. Ich schau kurz mal, was sich geändert hat, aber erstmal muss ich hier. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, noch die Aristokratie-Ideen angeschaut, ne? Sind die sinnvoll für uns? Oder eher vielleicht doch offensiv? Weil wir greifen. Wobei eigentlich wäre defensiv für uns besser, weil wir so viele Bergprovinzen haben, ne? Moral der Armeen.
Aber noch eine Militäridee will ich eigentlich gar nicht. Innovation hätten wir, glaube ich, mal angeschaut, ne? Okay, da bringt uns aber auch nicht wirklich so viel was. Religiös ist ja für uns eher so suboptimal, expansionistisch auch. Administrativ ist eher für Söldner, die ich eigentlich nie nutze. Sollte ich wohl mal machen. Das könnten wir sogar brauchen. Also, das wäre, glaube ich, ganz nett. Nehmen wir humanistisch. Komm. Wir werden jetzt humanistische Azteken. Ist doch auch mal was. Hier können wir nichts forschen. Wir haben aber ein paar Technologiestufen geschenkt bekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Punkte man hier zum Verwestlichen braucht. Entweder wird das wegen der fehlenden Deutschkorrektur nicht mehr angezeigt. Oder wir brauchen keine Punkte, was ich ziemlich unwahrscheinlich finde. Soll ich sie mal starten? Aber da habe ich Beraterkosten plus irgendwas, ne? Okay. Ich bräuchte halt einfach Berater. Ich meine, ich habe Punkte. Ich habe auch einen guten Zuwachs momentan, aber der wird nicht reichen für die Verwestlichung, schätze ich. Und hier ändert sich immer noch nichts. Ja, wisst ihr was? Kann ich noch nichts machen. Okay. Wisst ihr was? Hallo Inka-Reich. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben, glaube ich, neue Ideen gekriegt, ne? Jährliches Prestigekosten des Machtaufbaus. Das war doch vorher schon da, oder? Steuermodifikator, Disziplin, nationale Soldatenzahl, okay, Baukosten. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir denn hier für... Okay, das ist interessant. Stabilitätskostenmodifikator ist auch noch dabei, na toll. Ja, ganz toll. Ach, der Modifikator hält bis 1592 und dann geht's auch weiter mit der Annektierung. Okay, okay, dann müssen wir nur warten. Ich wusste gar nicht, dass bei der Annektierung von Vasallen dieser Modifikator weg ist. Also dieser Modifikator dazukommt. Habe ich bisher echt nicht gewusst. So, wir können jetzt auf jeden Fall Gebäude bauen. Nein, 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 hier kein Tempel. Kein Tempel. Erst befestigen, Quest erfüllen. Damit wir wieder was Neues kriegen. So. Das ist eine tolle Formulierung, aber gut. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt genau gemacht hat. Wisst ihr was? No risk, no fun. Na toll. Wie viel brauchen wir? 5000, natürlich. Ach, das wird witzig. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Andisch haben wir. Ja gut, die ist halt recht kacke, ne? Ein westliches Inka-Reich wäre schon cool irgendwie. Okay, schauen wir mal, was passiert. Zur Not können wir sie ja durch Rebellen abbrechen lassen, die Verwestlichung. Ich will eigentlich nicht immer verwestlichen, ganz ehrlich. Aber gerade... Ja gut, jetzt haben wir es begonnen. Wahrscheinlich fehlt es wegen der Deutschkorrektur, ne? Ich will eigentlich nicht immer verwestlichen. Aber gut, hier ist es wahrscheinlich nötig, weil sonst überleben wir gegen die Europäer schlicht nicht. Nationale Unruhen minus 1. Von mir aus, Autonomie kann sich gerne erhöhen. Da habe ich jetzt nicht das Problem mit eigentlich. Die kann ich ja dann irgendwann in Zukunft mal wieder reduzieren. Das kann man mal wegkonvertieren hier. Gerade könnten wir zwar die Punkte brauchen, ich sollte sie wahrscheinlich nicht sinnlos rauswerfen, ne? Ja, okay, die Reaktionäre sind am Start, das ist klar. So, wir sind das Inka-Reich. Ist auch cool, oder? Würde ich sagen. Hat zwar eine komische Farbe, aber es ist cool. Was haben wir jetzt für ein Armeelimit? 61. Wir werden langsam echt mächtig, ne? Eine Kolonie ist fertig. Super. Wie sieht's denn jetzt aus? Mögen uns die Franzosen jetzt ein bisschen? Die könnten uns jetzt sogar... Die würden uns jetzt wahrscheinlich eher mögen, glaube ich. So, jetzt schließen wir erstmal die Franzosen ein. Ach ja, du bist da auch schon lange fertig, habe ich ja ganz vergessen. Man könnte die nämlich schon mal zumindest nicht nach unten kolonialisieren, außer sie hüpfen hier rum. Und dann müssen wir halt oben noch zumachen, aber es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, aber man kann es ja mal machen. Aber die Portugiesen kolonialisieren hier echt nicht mehr, ne? Hier sehe ich Kastilien, aber sonst... ist es gerade eigentlich recht ruhig geworden. Was ist denn jetzt eigentlich unsere Hauptstadt? Immer noch Cusco, okay. Ach,
Ideen. Will ich Ideen? Während der Verwestlichung ist es wahrscheinlich echt schlecht, Punkte wegzuhauen, ne? Ich sehe ja gerade auch nicht, was das kostet, ne? Plus 8. Heißt das jetzt, dass es 8 monatlich kostet? Wahrscheinlich, deswegen werden wir wahrscheinlich irgendwann keine Punkte mehr haben. Dukaten kann ich gern verlieren, habe ich kein Problem mit. Was ist das jetzt wieder für eine Provinz? Ich hab... Ist wieder die gleiche Provinz, ja, von mir aus. Moment, habe ich das noch nicht gebaut hier? Doch. So, dann bauen wir mal noch weitere... Nein, ich darf keine Punkte verschwenden. Ich muss da drauf schauen. Ich vergesse das immer wieder, dass ich keine Punkte verschwenden darf. Jetzt haben wir auch plus 55 Wachstum. Das ist super. Du bist noch nicht selbsterhaltend. Okay. Du bist wahrscheinlich noch nicht gekort. Das können wir aber machen. Dann schauen wir mal, wenn hier das Gebäude fertig ist. Vielleicht kriegen wir noch eine Baut irgendwas zu einer Stadtaußenmission. Das wäre ganz praktisch. Inka-Reaktionäre und Chimo-Nationalisten sind auch am Start. Na toll. Ich habe da eh fast nichts an Armee-Tradition, ne? Es tut zwar weh, aber ich habe eh nichts an Armee-Tradition. Insofern ist es auch schon egal. Können wir wieder aufbauen irgendwie. Ich weiß zwar nicht genau wie, aber geht bestimmt. Jetzt können wir dann auf jeden Fall noch die hier angreifen. Ach, du bist ein Protektorat von Frankreich. Na, ganz toll. Frankreich muss mitmachen und Schottland macht auch mit. Na, ganz toll. Das ist super. Kann ich jetzt gut gebrauchen, dass Frankreich hier Protektorate erstellt. So, 1645. Da machen wir da 1655 draus. Machen wir 1656 draus. Und dann haben wir eben erstmal 60. Und dann sollten wir mal ein bisschen langsamer tun. Ich hoffe, mit meinen reaktionären Rebellen komme ich irgendwie klar, weil die werden wahrscheinlich zu einem Problem werden. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass die das tun. Das haben die so... Das ist bei denen so eine Angewohnheit, dass die problematisch werden. Ich kann ja dann gleich noch die Quito annektieren und dann passt das alles. Warum heißen wir eigentlich Inka und nicht Inka-Reich? Aber gut, ich habe da kein Problem mit. Ich weiß ja, dass ich ein Reich bin hier. So. Ach, perfekt. Armee-Tradition kriegen wir da auch wieder. Integriert Quito in euren Staat. Ja, würde ich gern. Befestigt San Juan. Kann man mal machen. San Juan ist doch hier. So, bitte. Einfach mal Mission erfüllen und Armee-Tradition farmen. Ist immer gut. Kann man machen. Ja, das ist gut. Das ist die hier unten, oder? Nein, das ist wahrscheinlich dann die. Genau. Religiöse Einheit bringt uns halt recht wenig. Ich meine, wir sind ja... Ich meine, da hat sich nichts geändert, ne? Regierungsform ist die despotische Monarchie, also da hat sich echt nichts geändert. Was hat sich dann überhaupt geändert? Dass wir Technologiestufen geschenkt kriegen, oder... Wahrscheinlich, dass wir den primitiven Status verlieren. Toll. Die gerade gewonnene Armee-Tradition gleich wieder weg. Naja. Soll mir recht sein, kriegen wir schon irgendwie wieder. So, wann ist jetzt mein... Ich glaube, 1592 ist mein Modifikator weg, ne? Oh, wir sind im Minus, das ist ungünstig. Okay. Das ist ungünstig. Wie sieht's denn da gerade aus? Kriegen wir sogar Boni, aber wir sind halt immer noch so extrem schlecht. Deswegen lohnt sich die Verwestlichung wahrscheinlich sogar. Auch wenn sie uns vielleicht den Untergang treibt. Mal schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Ist halt echt doof, sonst zu überleben hier in der Gegend, ne? Aber ein westliches Inka-Reich wäre schon nett. Man macht sich damit ein bisschen einfach, ja. Wobei, man muss ja erstmal verwestlichen, also das ist schon auch nicht ohne. Aber man kauft sich da quasi ein bisschen Vorteile. Man könnte auch nicht westlich bleiben und sich da ein bisschen Herausforderungen noch holen. Aber ganz ehrlich, ich bin eh nicht gut genug, um hier irgendwas groß schwieriger zu machen. Ach du Heilige, so viele Soldaten will ich eigentlich nicht verlieren. Okay, jetzt kolonialisieren die Franzosen auch weiter. Und die haben hier ein... Ah, cool. Die haben hier kosmopolitanisch La Plata gegründet. Was ein ziemlich bescheuerter Name ist, meiner Meinung nach. Aber gut. Wo zur Hölle ist Tumbes? Ich
wenn ich nur die Provinzen kennen würde. Ich meine, in Europa geht's ja einigermaßen, aber hier? Oh Gott, 30 Legitimität kann ich nicht verlieren, das geht überhaupt nicht klar. Tumbes, okay. Tumbes? Ach, hier oben. So, mache ich als solche Mission. Kriege ich Armee-Tradition, habe ich kein Problem mit. Unsere Bilanz ist ziemlich knapp im Plus. Danke für die Stabilität. Nehme ich gerne. Dann sind nämlich zumindest mal... Ja gut, die sind immer noch da, die Nationalisten. Na toll. Ich müsste ja Kultur konvertieren, aber das hilft mir gerade irgendwie nicht weiter. Hier wird ja konvertiert. Es sind die Himu, die so gelb sind, die da halt Rebellionen produzieren oder Unruhe. Die müssten eigentlich weg, aber ich kann mir gerade eigentlich keine überschüssigen Punkte... Ausgaben leisten. Ich werde eh pleite gehen an Punkten. Da habe ich wenig Hoffnung, dass das irgendwie hinhaut. Was haben wir denn hier noch an Grundsteuer? Boah, geht eigentlich, ne? Dich könnten wir irgendwann angreifen. Wenn du kein Protektorat wärst. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Oh Mann. Greifen die Franzosen an. Na gut, dann müssen wir den da unten lassen. Dann soll er halt weiter existieren. Ich will auf jeden Fall eine Küste hier im Westen haben. Einfach weil es geht. Wir bauen uns einfach so einen Schlauch rum, greifen die Franzosen an und annektieren die. Wird bestimmt funktionieren. Wer macht denn da mit eigentlich, wenn ich die angreife? Armagnac. Schottland macht nicht mit, aber Frankreich natürlich. Aber die Portugiesen sehe ich hier überhaupt nicht mehr. Wo sind denn die? Ich vermute hier oben. Die sind im Krieg mit Marokko. Ah ja. Gott, das wäre witzig. Gegen Portugal und Kastilien. Ganz bestimmt werden wir das tun. Na toll. Also ich habe keine Hoffnung, dass wir hier unter 000 Punkten rauskommen werden. Also irgendwie drüber. Das wird nicht funktionieren. Häuft Geld dann bestimmt? Wie viel denn? Oh Gott, das war dauert ja ewig. Kriegen wir hier Plus? 1,41, aber das wird ja nicht... Also gut, könnte besser werden, ja. Integriert Quito, ja, das wird auch irgendwann passieren, ne? Ich warte jetzt erstmal, vielleicht kriege ich eine Kolonialmission. Was ist gerade fertig geworden? Du bist fertig geworden. Koren. Und weiter hier nach unten. Jo, ich will hier runterkommen. Ich will hier die Provinzen haben. Und dann kolonialisiere ich die Küste wieder rauf. Und der Rest und die anderen Kolonisten kolonialisieren hier runter. Weil ich meine, die Portugiesen machen nicht allzu viel, also haben wir hier oben erstmal Luft, würde ich sagen. Dann kolonialisieren wir doch erstmal hier unten. Befestigt Santiago del Estero. Können wir machen. Gibt ja Armee-Tradition. Das bist du. So. Ja, natürlich verschwenden wir dadurch militärische Macht, das ist mir auch irgendwie klar, aber es geht halt gerade nicht anders. So, wie sieht's aus? Dauert noch Ewigkeiten. Okay. 1602, ja, ganz toll. Ich fürchte, das wird recht witzig. Vor allem, weil die Rebellion jetzt dann losgehen. Ganz, ganz, ganz toll. Ach, guck mal, hier haben wir Ausbreitung jetzt stehen. Das ist ja... Ich sag da mal nichts zur Übersetzung. Wobei, eigentlich passt's auch. Was? Gut, ich will gerade eh nicht forschen, insofern. Autonomie reduzieren ist immer gut. Wobei. Ja, doch, war gut. Ach, fuck. Einmal geht's. Aber dann will ich nicht weniger Autonomie reduzieren, weil sonst wird es ein bisschen krass. So, hier unten sind wir weitergekommen. Wunderbar. Dann können wir das kolonialisieren als nächstes. Ich meine, die bringen nicht viel, die Provinzen, aber es geht halt da eher um die Küsten. Dass ich die kontrollieren kann. Ich meine, die Europäer sind ja schon da. Aber je mehr Küste ich kolonialisieren kann, desto weniger Einstiegspunkte haben die Europäer hier. Weil die müssen ja quasi an Küsten kolonialisieren. Und wenn wir sie blockieren können und keine Küsten mehr da sind, können sie auch nicht mehr kolonialisieren. Das ist jetzt gerade meine Rechnung. Ich will halt verhindern, dass die hier unten zum Beispiel noch kolonialisieren. Die Portugiesen werde ich hier oben wohl nicht aufhalten können. Die Spanier können ja eh maximal bis hier runter kolonialisieren, dann ist Schluss. Außer sie greifen uns an, was wahrscheinlich passieren wird, fürchte ich.
Ich müsste mal eine Aufnahmepause machen, ne? Ich bin schon wieder bei 30 Minuten. Man sieht sich übermorgen, nee, morgen in der nächsten Folge und bis dahin. Servus.